Hi miteinander und willkommen zur neuen Runde Minecraft Bed Wars auf dem Bergwerk Labs Server. Es ist für mich immer noch Samstagmorgen. Wenn gerade schon Runde aufgenommen habe, die müsstet ihr schon gesehen haben vor ein paar Tagen, wo irgendwie ein bisschen komische Gegner da waren, wenn man es mal so nennen will. Und ja, jetzt probieren wir es halt nochmal. Und bauen es natürlich gleich wieder mit. Aber erstmal ein bisschen Rüstung, wenn wir gerade die Gelegenheit haben, da pfeife ich nochmal drauf, aber in dem Fall einfach mal mitkaufen. So, zap, zap, zap. Kommen wir mal nur mit 10 hin, so. Spinnewebe kann man natürlich auch mal verschwenden, sei Dings dafür, kann man machen, muss man nicht. Naja. 60, reiche 60, ich bin mir nicht sicher. Ich sollte mir das einfach mal ausmessen, wie viel Blöcke man braucht auf jeder Karte zum Mitkommen. So, wir sehen uns, wenn wir damit sind. Zack. Der hat gerade was geschrieben. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Falls jemand weiß, bitte sag es mir. Wir sehen uns gleich wieder. Runde 1 haben wir geschafft. Der ist einfach rausgegangen. So, und nachdem in der Runde gerade eben der Gegner einfach denkt hat, okay, tschüss, habe ich dann halt, was habe ich dann halt? Ach so, nehme ich jetzt einfach nochmal eine neue Runde auf. Ich verstehe das nicht. Das spielerische Niveau ist teilweise echt abgrundtief schlecht und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Es liegt teilweise, ist mir aufgefallen, an der Uhrzeit. Also es liegt nicht an der Uhrzeit, sondern es ist abhängig von der Uhrzeit. Habe ich so das Gefühl. Also, manches Spielerverhalten ist einfach nicht nachvollziehbar. So. Hat es letztes Mal mit dir gereicht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir kaufen Kiste, Rüstung und ein Schwert. Ziehen die Rüstung auch. Stelle die Kiste da noch. Mache zwei Blöcke davor. Die altbewährte Taktik. Und dann bauen wir uns in die Mitte. Zack, zack, zack. So, wir sind schon da. Ich habe gerade mitzählt. 64 Blöcke brauchen wir circa. Ich befürchte schon wieder das Übelste. Ah, das tut echt weh. Also, beides. Die Schläge und das Spielerverhalten. Das kann doch nicht normal sein. So, also wir probieren es nochmal. Ich drück's jetzt mal so aus. Wenn ich als Fisch da eine Bed Wars Runde gewinne, dann stimmt irgendwas nicht. Entweder war ganz viel Glück im Spiel oder der Gegner hat irgendwelche Probleme gehabt oder er hat einfach Spiel verlassen und das war jetzt schon so oft, gerade heute Morgen. Ich fasse es nicht. Ich meine, das gibt mir nicht mal das Gefühl, Sieg errungen zu haben, weil wenn einfach der Gegner weg ist, dann, ich weiß nicht, es kann natürlich auch sein, dass irgendwie bei alle gerade zufällig jetzt das Internet abstürzt, aber nee. Nee. Irgendwie ist es komisch. Bin mal gespannt, ob der mehr reißen kann, der Chrissy 4K. So. Ich baue und hole mir ein Schwert. Und das so. So. Holen wir uns eine Rüstung und ein bisschen von dem und dann ganz viele Blöcke. Zack, 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 zack. Also ich habe mitzählt, bei der anderen Karte gerade waren es 64 Blöcke bis zur Mitte. Mit ein bisschen Steigung der Hanne. Gucken wir auch mal auf unsere Dingszahl unten. So. Und wir bauen los. Oh. Der macht sogar was heute, nein. Aber es hat nicht gereicht, kann das sein? Aber mir reicht's nicht mehr zurück. Ich muss auch wieder. Nein!
Nein, 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 nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hätte ich nicht Nuff baut, das ist immer die Sache. Ich will eigentlich nicht Nuff bauen, aus solchen Gründen. Aber es könnte trotzdem knapp werden. So, das Gold habe ich. Dann kriegt er es schon mal nicht. Heide nein. Komm jetzt! Oh nee, ey. Na gut. Schwert, Rüstung. Und Kiste. Komm auch schon zur Sicherheit oben drauf. Weil ich jetzt natürlich nicht weiß. Was der macht, immerhin immer jetzt mein aktiver Gegner, das ist ja schon mal. Kleiner Trost. Wo bauen wir die jetzt am dümmsten nach? Weiß ich nicht. So. Spitzhacke vielleicht noch. Eins, zwei. Dann bauen wir mal doch schon einen Block nach. Setze die Kiste drauf. Was war denn das jetzt gerade? Ich habe gerade komische Geräusche gehört. Naja. Lassen wir mal so, wie es ist. Und gehen in die Mitte. Hä? Ich höre doch Baugeräusche. Ah. Ja, so viel dazu. Ja. Nochmal neu. Also die Runde sieht echt schlecht für uns aus, das muss man sagen. Es gibt also doch auch noch gute Spieler, nicht nur solche wie die andere Runde gerade. So, probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Der hat jetzt auf jeden Fall richtig fett Gold. Und mir nett. Der wird ein Bogen haben. Ja, hat er. Er trifft mich nicht. Er trifft mich nur nicht. Ich hab auch Gold. Ich hab ein Gold. Komm schon. Ja gut, jetzt fängt natürlich das an. Ich kann warten. Kannst du warten? Nee, kannst du nicht. So. Ach, das war jetzt Glück. Das war echt gut. Aha. So einer. Hat's überlebt. Ich hab mich schon gewundert, warum der nicht stirbt. Ja gut, ich kann dem nichts machen, außer ihn wieder weghauen, wenn er raufkommt. Der ist jetzt da irgendwo drunter. Ja. Ja. Okay, hat's nochmal. Überlebt. Der will natürlich jetzt nicht sterben mit seinem Dingsschwert und so. Mit seinem Bogen. Aber ganz ehrlich, ich will ihn auch nicht überleben lassen. Jetzt hätte er hämmern. Heieiei. Okay, ich glaube, die Runde, die könnte spannend werden. Der Runde würde ich es zutrauen. So. Jetzt aber nichts wie hoch. Leid. So viel Blödheit auf einem Fleck, das kann eigentlich fast nicht gut gehen. Wir haben auf jeden Fall einen Abbaublock-Dings da. Den da. Das da. Das. Ein paar Pfeile. Und das. 2, 1. Und gehen gleich wieder in die Mitte. Einmal, zweimal, dreimal, ne, eigentlich immer noch zweimal,
Bürschle, du baust mir nicht meinen Weg ab. Nee, 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 nee. Komm. Ich mal was essen? Du, ich verschwende meine Pfeile nicht an dir. Sollen wir reinrennen? Ich weiß es nicht. Einmal. So, tschüss, Kalle. Leute, bitte, bitte erklär. Nee. So, guckt mich mal an. Liegt's an mir? Liegt's an meinem Aussehen? Muss ich mich anders anziehen? An was liegt's? Warum passiert's immer und immer wieder? Ich hab doch jetzt gerade, glaub 5 oder 6 Runden gespielt. Und keine einzige, also nicht eine, ist richtig beendet worden, oder? Ich hab zwar zweimal das Bett abgebaut oder sowas. Ach doch, doch, einmal ist richtig beendet worden. Das war der, wo es geschrieben hat, der ist das erste Mal da. Aber bitte, warum, warum immer verlassen? Weil das zeugt von so riesengroße Schwäche. Das ist doch nicht ehrenhaft. Selbst wenn ich verliere, dann bleibe ich doch so lang drin, bis es klar ist. Ich meine, der hätte sogar eine Chance gehabt. Aber wenn man dann schon aufgibt, wie sollen die durchs Leben kommen, die Leute? Also, mal ein harter Vergleich zogen. Aber, geht's noch?